Werden wir jetzt auch einfach mal machen. Warum da ist Licht angeschaltet? Das ist eins. Ein einfaches reicht hier. Ja. Ja, wie gesagt, Feiertage ist zwar immer ganz nett, aber man hat es ja gerade gesehen, man ist hier ordentlich unterwegs. Entschuldigung. Oh, der Bus ist ja schon zur Hälfte geführt. Also die Sitzplätze sind auf alle Fälle bis zur Hälfte belegt. Ich bin der Meinung, eigentlich jetzt kommt nämlich die Haltestelle, die jetzt wirklich sehr ländlich ist, da ist ja wirklich gar nichts. Also da könnte man wirklich einen McDonald's hinstellen oder eine Tankstelle. Da ist ja gar nichts. Da werden aber auch wahrscheinlich so viele Leute da sein. Dürfte eigentlich nicht sein, aber man sieht es hier immer ganz gut. Das sind wirklich endlos viele Leute. Woher kommt ihr denn überall her? So, schon mal bereitstellen. Komme ich ja kaum dazu, mein Käffchen zu trinken. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Naja, wenn es sein muss. Ah, immer diese scheiß Beträge auch immer. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Standard Einzel. Schön. Eine Fahrkarte. Auch so wenig passend Zahlen, das ist auch ein bisschen schade. Also bei, na gut, Tagesticket. Ja, aber... Bei Wochenticket verstehe ich es immer noch. Da zahlt es dann wahrscheinlich mit Schein oder so. Oh, hoppla. Student. Na gut, das geht hier immer noch. Okay, du bist wieder so mundtot. Das ist dann wahrscheinlich schon der vorletzte. Sehr schön. Ah, nee, da kommt noch jemand. Ein Tag Senior. Zack. Oh, er ist aber wirklich ätzend. Damn, damn, damn. Zumal, gibt es hier irgendwie nicht so ein Abo oder so? Danke. Ja, der ist zu viel. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Tag, Standard, Einzel. Boah, da kommen noch so viele. Und ihr redet schon alle gar nicht mehr. Was ist hier los mit euch? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ah, schön. Der redet mal wieder. So, auf geht's. Einsteigen bitte. Oh, das ist ja krass. 2 Minuten schon zu spät. Nächster Halt. Gutshof Reichegger. Super. Muss ich jetzt wirklich ein bisschen sputen, weil ich hier noch was in der Wohnung machen möchte? Ja, keine Ahnung, was er hier macht. Der Hut ist weg. So, nächste Haltestelle habe ich jetzt vollkommen vergessen. Steht auch gar nicht da dran, ne? Ja, ja. So. Ja, die Bremse ist da schon ein bisschen besser. So, alles aussteigen. Tschüss. Oh. Wir steigen hier echt alle aus. Alle, die vorher drin saßen, steigen hier aus. Oh mein Gott. Ihr könnt alle kostenlos fahren, wenn ihr wollt. Ich habe keinen Bock mehr. Oh nein, danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Das ist eigentlich so schlimm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wirklich anfange, hier ein paar Cent rauszugeben. Aber ich halt einfach merke, das geht alles ein bisschen schneller. Oh, super. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Also, wenn du jetzt auch passend zahlst, das geht. So. Ja, ein bisschen Zeit haben wir jetzt schon mal gut machen können. Nächste Stelle ist ja auch ein bisschen weiter entfernt. Wie gesagt, Tempomat lassen wir einfach mal weg. Die Leute werden sowieso aufregen.
Suchen wir trotzdem mal so die ganzen Schlaglöcher ein bisschen. Oh, da ist eins. Nee, doch nicht. Jo, mit 84 hier durchbrettern. Läuft. Sehr schön. Naja, aber wir haben es halt gut gemacht. Wird jetzt. Wir haben ja so ein bisschen was natürlich verlieren, wenn sie das alle wieder eine Fahrkarte haben wollen. Ich brauche eine Fahrkarte. Natürlich. So 3, 4, ja, ist immer noch in Ordnung. Ab 5 ist echt schon die Kotzgrenze. Sorry, aber das muss man echt mal so sagen. Schlimmsten ist ja auch wirklich, wenn sie halt so viel Wechselgeld bekommen. Wenn es was Grades ist, wie hier zum Beispiel nur noch 2 Euro Stücken rausgeben muss, ist es in Ordnung. Aber hier zum Beispiel die 80 Cent Beträge, die sind immer ein bisschen Käse. Du musst mindestens schon mal 3 Tasten mehr verwenden. Dann läuft es natürlich auch nicht so flüssig mit den Tasten, muss man auch mal dazu sagen. So, 2 Euro, super. Und irgendwie ist es manchmal komisch, wenn sie dann gar nichts mehr sagen. Dann denkt man sich auch so, nö, dann bediene ich dich gar nicht. Kann ja nicht erraten. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Die Woche. Sehr schön. Oh, es sind aber auch vieles. Aber ein Glück, glaube ich, jetzt die letzte. 2 Stück aber. Ja, komm, kriegst du geschenkt. Du bist die letzte. Ich freue mich. Ah, wir kommen aber auf alle Fälle so 20 bis 30 Sekunden schon mal eher los. Das ist super. Schlagloch mitten auf der Kreuzung. Ja, die haben auch viel zu viele Schlaglöcher hier eingebaut. Das ist ein bisschen übertrieben. Was macht das Auto dort? Hat es da geparkt oder ist es einfach nur ein Fehler gewesen? Jetzt kommt die Stelle, wo ich vorhin meinen kleinen Unfall hatte. Aber die Bremse ist hier wesentlich besser. Oh, Alter, das ist übertrieben. Jetzt haben wir hier 2 Schlaglöcher. Gerade auch noch auf der Landstraße eigentlich, wo sowieso so 60 erlaubt ist. Hat's gerade geblitzt? Nein, überhaupt nicht. Was war das für eine dumme Frage? So. Schöner Drift. Tschüss. Wie stehen wir eigentlich da? Eieieiei. Hallöchen. Wer möchte alles eine Fahrkarte? Wollt ihr einsteigen? Oh, nee. Ich brauche eine Fahrkarte. Dachte ich mir. Danke. Vom Gelenkebussen sind die Bremsen wirklich nicht immer die besten. Ist schon nervig. So, hier. Yeah. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Student. Nee. Kannst auch 2 haben. So. Eine Fahrkarte. Senior einzeln. Zack. Sehr schön. Es kommt anscheinend sowieso die Bahn. Ein Tag, Standards, zack. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Woche, Standard, uiuiui. Aber da ist natürlich bei der Woche immer schön, die müssen ja mit Schein zahlen und dementsprechend kriegen sie halt auch großes Hartgeld zurück. Gefällt mir persönlich fast am besten als immer hier diese 80 Cent Beträge, auch wenn es natürlich jetzt hier ganz gut war. Ah, schon wieder ein bisschen Zeit eingebüßt. So. Aber wir machen jetzt was Schlaues. Ist jetzt so schlauer, weiß ich ja nicht. Oh, ich dachte, das wäre eine Strafe. Ach, verdammt. Ja, okay. Was war das? Oh, irgendwo gegengefahren. Ach, scheiße, das war jetzt wirklich doof. Ach, verdammt. Aber wir können ja, glaube ich...
So, na gut, okay, das war jetzt super. Das sah aus dem Augenwinkel aus wie eine Straße. Damit haben wir nicht über irgendjemand überfahren. So, ja. Jetzt hier einmal im Kreisverkehr. Na, Uschi, fahr! Einreihen, langsam einreihen. Uschi, komm. Sowas hier, genau. Guck mal hier, Reißverschluss. Oh, Reißverschluss. Was machst du? Na, fährst du? Fährst du nicht? Ich weiß, war mein Fehler gewesen, aber... So. Ein Hu. So, jetzt darf ich die Abfahrt nicht verpassen. Setzt sich auch genau vor uns. So. Und wieder zurück. Kommt uns aber... Eieiei, scheiß Schlagloch fast. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte halten Sie sich an den vorgegebenen Stangen fest. Es könnte holprig werden. Aber... Boah, was? 6 Minuten? Boah, cool. Naja, holen wir hier wieder Zeit rein. Ist ja unglaublich. So, jetzt kann aber jetzt hier wirklich die Schlange ein bisschen loslegen. Hopp, 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 hopp. Tankstelle ist mir nie aufgefallen. Naja. Oh, haben wir jetzt richtig viel Zeit gut gemacht. So. Ja, warum ich da vorhin eigentlich dann links abbiegen wollte und kehrt machen wollte, ist dann auch Quatsch, weil 6 Minuten hier über Zeit oder unter Zeit. Ich brauche einige Fahrkarten. Da kann jetzt jeder kommen. Da können die Leute, die jetzt gerade... im Bus sind, sich nochmal eine Fahrkarte ziehen. So viel Zeit haben wir hier. Ah, shit. Eine Fahrkarte. Einzeln, Standard. Das macht doch einen Umfang richtig kürre, muss man sagen. Dieses ganze Geld hier rausgeben. Oh, das ging aber schnell. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht großartig warten. Müsste auch jetzt fast die vorletzte Haltestelle sein, bin ich der Meinung. Und dann geht es eigentlich auch schon zum ZOB. Das ist auch schon mal geschafft. Also, letzte oder vorletzte Haltestelle vor Endhaltestelle. Oh, hier ist sie auch schon. Oh, passt sowieso. Die Bahn kommt nämlich da gerade. Oh, hopp. Ihr seid aber ganz schön, ne? Ihr seid ja aber hier no risk, no fun, wa? Der Bus rollt noch an. Ja, Leute, also wer aussteigt, nicht drehen, sondern einfach aussteigen und laufen. Lauft einfach zur Schiene, wartet dort. Also auf die Schiene rauf, da warten. Dann ist alles in Ordnung. Ah, so. Ich brauche eine Feiertag ist... Kann ich bitte eine Frage? Natürlich. Oh, da kommt ja schon die nächste Bahn. Eine Fahrkarte, bitte. Jo. Muss ja so ein bisschen gucken, ob niemand hier überfahren wird. Sieht mir quasi alle so ein bisschen. Tag, Standard. Was natürlich ganz genial wäre, wenn man natürlich seine sein Wechselgeld hier selbst so ein bisschen belegen könnte, weil eigentlich brauchst du ja zum Beispiel wirklich, sagen wir mal, 2 Euro, 1 Euro und eigentlich nur 20 Cent. Das würde vollkommen ausreichen. Danke.
Also die 50 Cent braucht man ja eigentlich kaum. Ah, ist auch ein bisschen undurchsichtig. Jetzt sind sie alle hier irgendwie gerade so in so einem Kuddelmuddel, die aussteigen wollten. Gut, also ich würde jetzt hier weiterfahren. Bist du jetzt hier rüber? Oh, bitte tut mir das nicht. Oh, 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 komm, 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 komm. Was? Was? Schlagloch? Rote Ampel überfahren. Da war keine rote Ampel. Ha! Geschafft. So, jetzt können wir auch. Ja, Endhaltestelle ist zentraler Omnibusverkehr. Bahnhof. Verkehr. Omnibus Bahnhof. Dann haben wir das auch geschafft. Ja, mit den Ticketverkäufen, das zieht sich halt wirklich in die Länge. Das ist immer ein bisschen doof. Aber okay. Moment, wo ist meine Tasche? Dieb. Unter meinem Fahrersitz. Ja, aber diese Warnung, warum die in diesem Spiel kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist natürlich so eine Frage. Dann kann ich mit dem Lenkrad mehr einschlagen als vielleicht mit einem Joystick? Oder zeigst du beim Joystick auch permanent so an? Vorfahrt eigentlich beachten, aber ist mir auch jetzt vollkommen egal. Mal, der biegt jetzt hier nicht links ab. Oh, ist auch nicht mehr weit, dann sind wir auch schon am ZOB. Boah, was? Die paar Meter? So. Ja, ihr habt die Uschi gehört. Es sind aber noch ein paar Meter. Und jetzt wird es nämlich knifflig, weil jetzt machen wir Folgendes. Diese scheiß Steine hier rechts, die können einen alles kaputt machen. Gerade mit dem Gelenkebus. Fährst du dagegen, 40.000 minus, verkackt. Ah, die bremsen aber auch hier wieder ab bei Rot. Wo gibt's denn sowas? Ah, geschafft. Also jetzt mit den Ticketverkäufen. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie ein bisschen minimieren? Ich glaube nicht, oder? Wäre halt ganz gut. Warum die jetzt hier nicht fahren, verstehe ich auch nicht. So, ja, mal schön aufpassen. Der geht hier nicht drüber. Ey, ich hasse die Fußgänger hier wie die Pest. Ey, im Glück gibt's keine Fahrradfahrer, ey. Das wäre echt die Hölle. So. Aufpassen, welche Bucht. Bucht 6 gleich. Eieieiei. Hatte ich noch nie gehabt. Ich glaube zu meinen, die ist nämlich gleich hier. Oh, die ist hier wirklich gleich. Oh, leck mich. Komm ich hier rum? Ja, ja. Ach. Und die sieht man auch mal nicht so schön ein. Hallo. Na, rückwärts. So, vielleicht reicht das ja einigermaßen aus. Wie gesagt, mal stark einlenken. Nein. Ja, haben es gleich. Solange wir keinen größeren Schaden verursacht haben, ist alles in Ordnung. So. Ey. Das immer auch mit den... So, jetzt kriegen wir es aber hin. Yes! Dafür ist Bucht 6 natürlich nicht so eng geschnitten, wa? Das ist nun ganz gut. So, alles aussteigen. Ich bedanke mich für Ihre Mitfahrt und wünsche Ihnen einen schönen, angenehmen Feiertag. Genießen Sie es mit Ihrer Familie. Hört mir sowieso keiner zu. Omi ist sowieso wahrscheinlich taub. Tschüssi. Tschüssikowski.
Auf Wiedersehen. So. Dann können wir ja schnell zum Busdepot fahren. Ist ja jetzt kein großes Ding. Das Stückchen nehmen wir nämlich dann auch mit. Vorsichtig hier rumfahren. Oh, hier wieder unsere Vorfahrt so ein bisschen erhaschen und erbeuten. So, und dann hier rum. Und dann sind wir auch schon im Busdepot. Herrlich, ich liebe es. So, ein bisschen länger gedauert durch diese komischen Feiertage und diesen ganzen Ticketverkäufen, aber sei es drum. So, Fahrt beenden, wir rollen hier noch ein bisschen. Wie spät haben wir es denn? Oh ja, mal ich mich mal ein bisschen. So, 16.000, na gut, Kollision haben wir, 1.300 Euro, ja, aber man sieht halt eigentlich Einkommen, aktuelle Fahrt, Schwarzfahrer, wöchentliche Einkommen, ja, Einkommen, aktuelle Fahrt, keine Ahnung, was das sein soll, ob es jetzt hier die Fahrkarten verkaufe, aber es bringt halt nicht viel. Jetzt hoffe ich mal, Streckenplaner, hat geklappt, super. Und ja, es ist eigentlich nur die letzten Ziele, diese 10 Strecken. Besitze 10 Strecken zum zentralen Omnibusbahnhof, die mit Fahrereinkommen generiert werden. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich glaube jetzt zu meinen, muss ich mir nachher mal aufschreiben, vom, dass der ZOB die Ersthaltestelle sein soll. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Dann sind all die Haltestellen, die ich jetzt quasi gemacht habe, die 4, 5, wenn es die gewesen sind, ein bisschen für die Katz gewesen, weil ist ja unsere Endhaltestelle gewesen. Darum, ja, geht es halt im nächsten Video aber dann weiter. Ich werde mir so ein paar Gedanken machen, werde dann hier so ein paar Strecken machen vom, so wie steht, also quasi Ersthaltestelle ist ZOB aus zu den ganzen Haltestellen. Dann werde ich es halt irgendwie hier so ein bisschen verbinden, dass man wirklich sagt, hier lang, hier lang, hier lang. Kriege ich schon irgendwie hin. Gerade in der Stadt geht es ja einigermaßen. Und ja, dann geht es auf alle Fälle damit weiter. Und hoffe, hat euch einigermaßen gefallen. Wenn jemand dir jetzt noch bis zum Ende schauen sollte und sich fragt, ich hatte, glaube ich, die Frage bekommen, ob das Solaris-Paket denn für die Xbox draußen ist. Nein, ist es nicht, denn man sieht es eigentlich ganz gut im Busdepot beim Shop. Das hatte ich jetzt vorhin beim Mann nämlich gesehen, beim Mann DSC, als ich mir das gekauft hatte. Da waren die jetzt hier zum Beispiel mit Sisi so zu sehen. Man konnte sie aber nicht kaufen, man wurde quasi gleich zum Store geführt. Also die Solaris-Paket ist hier nicht mit dabei. Dafür, ja, sorry, keine Ahnung, ist dann wahrscheinlich eher für PC oder vielleicht sogar für die PS4, mal gucken. Ich werde auch nachher mal so ein bisschen gucken, was denn so Neues das quasi vielleicht gibt oder angekündigt ist für den Bus-Simulator. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. When you're has learned its lesson, you'd be